Dann machen wir mal einen fliegenden Wechsel zu Thomas Ronfeld. Thomas Ronfeld ist Geschäftsführer der Donau-Reuschel Finanzservice und bei uns in der Bank auch verantwortlich für den Bereich Alternative Investments. Also der hat zwei Seiten der gleichen Medaille. Thomas, ich habe das ja aus nächster Nähe. Wir sind ja ein starkes Team beobachtet. Der Endspurt im letzten Jahr auf der Immobilienseite, da war doch schon ganz schön Bewegung. Und ja, du wohnst, das verrate ich jetzt mal, auch im Norden von Hamburg. Mhm. Ich fahre ab und zu rum und sehe jetzt überall Verkaufsschilder. Ja. Also vielleicht kannst du auch noch mal sagen, wie diese Wechselwirkungen, wie die jetzt da gerade sind. Und ja, deine Sicht, Immobilienmarkt 2023. Gerne, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Tatsächlich ist es so, wie du sagst, man fährt durch die Straßen und sieht auf einmal Schilder, dass was zu verkaufen ist. Also Dinge, die man vielleicht 10 Jahre lang gar nicht erlebt hat oder vielleicht auch noch ein bisschen länger, je nachdem, wo man herkommt. Und das deutet natürlich auf den ersten Blick darauf hin, die Preise könnten fallen. Ja, Druck kommt auf den Markt, weil Leute vielleicht anders finanziert haben oder Lebenssituationen sich ändern und das Angebot jetzt nicht auf Nachfrage trifft. Das ist meines Erachtens ein Stück weit zu kurz gedacht. Ja, also wir werden, glaube ich, nicht in ein Zeitalter eintreten, wo auf einmal Immobilienpreise massiv fallen, sondern wir kommen zu einer Zeit, wo Transaktionen auf einmal wieder möglich sind. Ja, bisher war es ja so, die letzten 10, 12 Jahre, wenn ich mir überlegt habe, als Investor oder als Person eine Immobilie zu erwerben, da musste ich so eine Art Jäger sein. Ich musste gucken, wo gibt es was, wo kann ich noch was finden, wo kann ich was darstellen. Und dieses Zeitalter dreht sich jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, nämlich dass man jetzt nicht mehr danach jagen muss, sondern man kann es sich vielleicht aussuchen, aber man sollte die Transaktion dann auch machen, wenn ich sie machen kann. Also ich würde niemanden raten zu sagen, ich warte jetzt mal ab und dann schaue ich, was passiert und dann ändern sich vielleicht die ökonomischen Rahmenbedingungen und dann kann ich zuschlagen, weil man schon merkt, dass im Hintergrund die früher gejagt haben, die werden jetzt so zu kleinen Bären, ja, die sammeln Geld, die werden immer ein bisschen dicker und die schlafen aber nicht, sondern die warten auf den Zeitpunkt, tatsächlich in den Markt zurückzukommen, weil ich jetzt Transaktionen eben umsetzen kann. Ich kann ja nicht hingehen an den Markt und sagen, okay, das Gebäude da hinten an der Ecke, das finde ich toll, das würde ich gerne kaufen. Wenn es keinen Verkäufer gibt, kann ich es niemals erwerben, solange ich lebe. Und wenn ich jetzt die Chance habe, so eine Transaktion umzusetzen, und dann haben wir ja auch genug Kunden, die in solche Themen angehen, dann kann ich wirklich nur jedem raten, die Transaktion zu machen. Und das ist, glaube ich, die Grundmessage, die wir hier rüberbringen wollen. Dass man jetzt aktiv sein kann und sein sollte und dass jetzt eine Zeit ist, wo man halt auch gerne Beratung in Anspruch nehmen soll, um einfach zu sehen, was ist möglich derzeit. Ja, wir haben einen steigenden Zins, ganz klar, aber wir haben auch eine Situation, dass Menschen und auch institutionelle Kunden, die vor 10, 12, 8 Jahren gekauft haben oder auch in noch niedrigeren Zinsphasen gekauft haben, die haben ja nicht nur den niedrigen Zins genommen, sondern die haben ja auch eine hohe Annuität genommen. Die tilgen ja vielleicht auch 4, 5, 6, 7%. Das heißt, wenn die zur Refinanzierung kommen, haben die immer noch einen gewissen Spielraum, mit dem sie arbeiten können. Die sind gegebenenfalls gar nicht gezwungen, an den Markt zu gehen und ihre Immobilien zu verkaufen. Das heißt, wir leben ja in sehr langfristigen Zyklen am Immobilienmarkt und damit geht auch viel Planung einher. Es geht nicht so schnell wie jetzt bei den Aktien, Renten und so weiter. Die Trends sind wesentlich langfristiger und die Rahmenbedingungen, auch wenn sie sich ändern, es braucht eine gewisse Zeit, bis sie sich bemerkbar machen. Und wenn man die letzten 50 Jahre betrachtet, war es immer sehr weise, einfach nicht zu lange abzuwarten, bis man in den Markt zurückkommt, sondern die Transaktionen zu tätigen, die man tätigen kann. Sowohl als Privatanleger als auch als jemand, der institutionell geprägt ist. Das sind ja nun mal diejenigen, die den Markt maßgeblich bestimmen. Und die bekommen ja im schlimmsten Fall jeden Monat wieder Geld, das sie anlegen müssen. Das heißt,
die können sich gar nicht erlauben, lange dem Markt fern zu bleiben. Für die ist die Immobilie nach wie vor der Anker in ihrem Portfolio. Das ist ja auch was wir niemals vergessen sollten. Der globale Markt für Immobilieninvestments ist der größte Investmentmarkt der Welt. Er ist aber natürlich trotzdem sehr, sehr fragmentiert, weil jedes Land anders reguliert ist und in Deutschland jedes Bundesland anders reguliert ist und alles so seine Eigenheiten hat. Aber der Immobilienmarkt ist ein riesengroßer Anker in jedem Portfolio und hat in den letzten 50 Jahren auch maßgeblich zum Wert eines Portfolios beigetragen. Und ich wüsste jetzt nicht, warum sich das die nächsten 30 Jahre ändern sollte. Also wir erleben natürlich eine Änderung von Rahmenbedingungen. Und dieses schöne Wort von Lage, Lage, Lage ist ja auch was, das hat natürlich eine hohe Berechtigung. Ich muss mich nur von Zeit zu Zeit fragen, sind die Rahmenbedingungen noch die gleichen? Ja, also ich erzähle immer eine Geschichte, dass ich an Weihnachten die Ritterburg von meinem Sohn aufbaue, mit ihm zusammen. Und dann kommt man immer dazu nachzudenken, vor ungefähr 1000 Jahren war Ritterburg das Beste, was ich haben kann. Ja, also lag irgendwo in der Wegkreuzung, konnte ich meinen Geschäftsbetrieb daraus organisieren, meistens Raubrittertum. Ja, es war also die beste Lage, die ich haben konnte. Wenn ich heute drauf schaue, ist es was ich garantiert nicht haben möchte. Ja, also ich kann mir keinen Geschäftsbetrieb vorstellen, den ich daraus betreiben kann, den ich damit betreiben kann. Es liegt wahrscheinlich nicht irgendwo in einer Metropole, sondern, wenn ich Glück habe, idyllisch am Rhein. Aber dann bin ich auch ganz, ganz allein, notfalls. Deswegen, das muss man natürlich auch von Zeit zu Zeit überprüfen. Das hängt auch viel damit zusammen, dass in unserer Zeit sich Technologien einfach relativ schnell ändern und Dinge sich dadurch eben auch anders darstellen. Wohnen an einer Ausfallstraße, die stark befahren ist, war die letzten 100 Jahre bestimmt nicht vergnügungssteuerpflichtig, ist aber in Zukunft vielleicht etwas mit mehr Elektro- und ähnlichen Antrieben etwas, was vielleicht sehr erstrebenswert ist, weil ich dann eben nicht mehr in der 5., 6. Reihe wohne, sondern ich wohne da, wo alle Geschäfte sind, wo alle Menschen sind, ja, wo was passiert. Und ich habe am Ende noch nicht mal den Lärm, der früher da war. In Hamburg erleben wir das ja ganz stark jetzt mit diesem grünen Deckel auf der A7, wo auf einmal Wohnungen, die 70 Jahre lang zugesehen haben, wie der Verkehr jeden Tag mehr wird, auf einmal im Grünen stehen. Ja, und dadurch natürlich eine ganz andere Wertentwicklung erfahren. Also das heißt, diese Rahmenbedingungen, ja, Lage, Lage, Lage ist natürlich das Mantra, das soll man sich halten. Ja, also wie Markus erwähnt, wir wohnen beide im Hamburger Norden. Ich komme nicht aus Hamburg. Wir haben vor 20 Jahren dann ein Haus gekauft. Das hat man einmal besichtigt und dann hat man es gekauft. Und um 6 Uhr früh am nächsten Tag stehe ich im Bett, weil auf einmal ein Flugzeug drüber fliegt und ich mir gedacht habe, okay, das war die falsche Lage. Ja, Realität ist, solche Stadtteile entwickeln sich halt nicht nur deswegen negativ, weil es Flugzeug ist, sondern weil man tatsächlich halt dann im Grünen wohnt und dann solche Stadtteile sich positiv entwickeln. Das bringt mich dazu, dass wir auch, wenn wir über Immobilienmarkt denken oder reden, ganz stark auch darüber nachdenken und uns bewusst machen müssen, dass wir in unseren Städten und Metropolen nach wie vor große Chancen haben, Dinge positiv anzupacken. Also in Hamburg, das Beispiel hier ist immer Hammerbrook, das liegt ja ungefähr 800 Meter von hier entfernt, war vor dem Zweiten Weltkrieg der größte Stadtteil, der für Wohnen benutzt wurde, wurde im Krieg komplett zerstört, ist danach als Gewerbegebiet aufgebaut worden. Heute sind da viele Versicherungen, Industriebetriebe, Kleinbetriebe etc. Die Realität ist aber, da ist Wohnbau immer noch möglich, ja, oder eigentlich jetzt sogar gewünscht von der Stadt. Ich habe eine Lage, die ist 800 Meter vom Hauptbahnhof entfernt, ist durchzogen von Kanälen, ist ganz, ganz viele Wassergrundstücke, die wunderbar sind und die selbstverständlich jetzt dazu genutzt werden, das Ganze rückgängig zu machen und dort eben innerstädtisches Wohnen zu etablieren, was es eben auch ermöglicht, dann natürlich höhere Preise durchzusetzen etc. etc. Aber es kann gemacht werden und dieses Potenzial, das gibt es halt in ganz, ganz vielen Städten und deswegen ist unser Rat auch immer, den Leuten zu sagen, wenn du eine Projektentwicklung startest oder dich in einer Stadt neu
aufstellen möchtest, orientier dich ganz stark an den Stadtentwicklungsprogrammen, die es gibt, ja, in den einzelnen Städten, weil das ist was, was von den Kämmerern und von den Verordneten immer gefördert wird und wo ich auch erkennen kann, wie die Trends in so einer Stadt laufen. Nochmal ein Beispiel in Hamburg, es gibt ein Stadtentwicklungsprogramm, das heißt mehr Stadt in der Stadt. Da habe ich am Anfang gedacht, okay, ich glaube, die haben den Schuss nicht gehört, das kann doch gar nicht funktionieren. Wie soll eine Stadt, die aus allen Nähten platzt, in der Stadt noch wachsen? Aber natürlich, die Realität in Hamburg ist natürlich Hammerbrook, ich habe den Grasbrook, ich habe die Hafen City, ich habe ganz, ganz viele Flächen, die ich neu entwickeln kann und mit denen ich arbeiten kann und wo ich dann eben zusätzlichen Wohnraum oder eben auch zusätzlichen Raum zum Arbeiten schaffen kann. Ja, und das gibt es tatsächlich auch noch in allen möglichen anderen Städten. Wenn wir jetzt uns die Asset-Klassen anschauen, wenn wir mal gucken, in was kann ich investieren oder wo könnte es sich lohnen zu investieren, haben wir jetzt natürlich jetzt wir haben letztes Jahr 41% Transaktionsvolumen verloren, haben aber im Schnitt immer noch knapp 8% über dem Durchschnitt der letzten 15, 20 Jahre am Markt umgesetzt. Das heißt, der Markt ist stabil. Er ist nur halt von einem extremen Wachstumsschub etwas zurückgekommen. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, den Markt mir neu anzuschauen und zu gucken, was könnte der nächste große Trend sein. Ja, das ist ja immer getrieben auch von Trends, die in der Gesamtwirtschaft sich auftun. Haben wir eben einmal jetzt das Thema ESG, Energie, Technologie etc. Das heißt, investieren jetzt in ein Bürogebäude, das Baujahr 1955 ist und nicht die Möglichkeit hat, revitalisiert zu werden, ist wahrscheinlich jetzt, wenn man Liebhaber ist, kann man das machen. Ich würde es jetzt keinem empfehlen. Aber Bürogebäude, die nach dem neuesten Standard gebaut wurden, nach dem neuesten Standard eben auch funktionieren, was Technologie angeht und was Community-Flächen angeht, ist etwas, was eine großartige Zukunft hat. Ja, innerstädtische Spezialthemen wie Parkhäuser, kleinere Logistikflächen. Also wir wissen ja auch, dass, sagen wir mal, dieses Parkhaus, was hier jetzt in der Europapassage ist, das wird nicht mehr nur von 9 Uhr bis 22 Uhr vermietet, sondern ab 23 Uhr stehen dann da die kleinen Logistiker wie Hermes, UPS und sonst wo drin und nutzen das, um ihre Logistik in der Stadt funktionierbar zu machen. All diese Themen treiben natürlich Immobilienpreise in eine gewisse Richtung, genauso wie der Preis auch bestimmt wird von, wer ist mein Nachbar? Ja, also jetzt nicht mein nerviger Nachbar nebenan, der immer seinen Rasen mäht um 18.30 Uhr jeden Samstagabend, sondern habe ich einen Starbucks neben mir, ja, habe ich einen Apple Store neben mir. Ja, all diese Themen bestimmen Miet- und Immobilienpreise ganz, ganz nachhaltig, weil eine Untersuchung einer amerikanischen Universität sagt, ist dein Geschäft oder dein Büro 400 Meter von einem Starbucks entfernt, kannst du 43% mehr Miete verlangen. Weil die Leute halt gerne dahin gehen, ja, weil die Leute sich gerne bequem machen. Ja. Der Apple Store hier am Jungfernstieg hat einen Swatch-Laden nebenan. Da ist jedes Mal eine Schlange vor dem Laden. Und das ist eben nicht, das sind bestimmt tolle Produkte, aber es hat viel damit zu tun, dass die Leute halt aus dem Apple rausgehen, rübergehen und sich dann eben da ein anderes Produkt kaufen, was vielleicht nicht so teuer ist. Ja, also und das sind Themen, die den Immobilienmarkt immer stärker bestimmen, weil natürlich die Leute erstens mal immer mehr Erfahrung haben und aber immer mehr Ansprüche auch durchsetzen wollen. Ja, ich möchte heute nicht mehr arbeiten in einem Gebäude, das 1960 gebaut wurde, wo so Legebatterien als Büroräume existieren oder riesige Großflächen, die fürchterlich laut sind, sondern die Leute wollen halt einfach in offenen Konzepten arbeiten, wo sie sich austauschen können, wo sie die Möglichkeit haben, sich zurückzuziehen, wo die Technik funktioniert. Ja, ohne WLAN kann ich heute nicht mehr arbeiten. Ja, und in neuen Gebäuden ist das möglich und in alten Gebäuden ist das halt schwierig. Und deswegen unsere Empfehlung, auch wenn Baupreise manchmal hoch sind oder überteuert erscheinen, immer auch in Erwägung zu ziehen, zu sagen, okay, ich beschäftige mich durchaus mit einem Neubau, ja, weil ich dort eben andere Standards habe, auch was die Energiepreise angeht.
Wir erleben ja jetzt ja auch schon Konzepte mit Glasfassaden, die Gebäude selber versorgen, ja, die im Endeffekt dann vielleicht auch noch Energie abgeben können. Das sind alles Themen, die in Zukunft wesentlich wichtiger werden, als sie heute sind. Und das sind so Trends, auf die sollte man, glaube ich, definitiv achten. Wenn wir jetzt schauen, Hotels ist ein Markt, der tatsächlich eine hohe Nachfrage erlebt. Da ist die Schwierigkeit natürlich auch das Thema, wie kann ich sowas finanzieren? Und das ist ein Punkt, der uns generell alle so umtreibt, weil eine Finanzierung heutzutage kommt ja nicht automatisch von einer Bank. Die Banken sind ja regulatorisch so geknechtet und geknebelt, dass es immer schwieriger wird, den Markt tatsächlich sinnvoll zu versorgen. Das heißt, es etablieren sich Konzepte, sogenannte Schattenbanken, das sind dann Versicherungen, Pensionsfonds, Private-Debt-Produkte, die solche Themen finanzieren, die natürlich dann auch so einen Markt deutlich beleben können, weil sie sich explizit um dieses Thema kümmern. Ja, also Banken waren ja eher immer so Vollsortimenter, die dann gesagt haben, okay, wir machen, ja, wenn sie keine gute Strategie hatten, so gut wie alles Mögliche, die halt schon in die Breite gehen. Und diese Spezialisierung von Finanzierungsanbietern, die führt natürlich schon auch dazu, dass sich gewisse Assetklassen anders entwickeln können. Ja, wenn ich jetzt sehe, Hotels ist momentan was ja, ein bisschen schwierig ist, kann aber durchaus sein, dass da eine große Dynamik aufkommt, wenn sich eben jetzt Produkte etablieren, die solche Themen finanzieren. Weil das Thema Tourismus auch gerade in Deutschland, also zu Hause bleiben oder an die Ostsee fahren oder in die Berge oder sonst wohin, das ist ja auch ein Trend, der wird so schnell nicht mehr weggehen. Ja, die Leute haben erlebt, dass es durchaus sinnig ist, weniger Energie zu verbrauchen und nicht nach Spanien zu fliegen. Jetzt wird Markus sagen, ich bin das unrühmliche Gegenbeispiel. Aber tatsächlich ist es schon so, dass das immer mehr im Kommen ist. Und wir da eben auch merken, dass die Kommunen eher restriktiv sind. Das heißt, dass die Bestände, die da sind, auch tatsächlich sehr, sehr teuer sind. Und auch da, klar, jetzt gibt es Angebot. Und das sollte man unbedingt nutzen, um zuzugreifen und sich das zu holen, was man eigentlich schon immer haben wollte. Weil auch wenn meine Vorredner natürlich immer darauf hinweisen, vieles ist Ökonomie und berechenbar und so weiter und so weiter. Immobilie ist ja auch immer ein Stück weit eine Emotion. Ja, und wenn es mein Lebenstraum war, am Leinfahrt eine Wohnung zu haben oder in der Milchstraße und die ist frei, dann werde ich mir die kaufen und dann ist es nicht entscheidend, ob der Preis 10 oder 11 oder 12.000 Euro den Quadratmeter ist oder noch mehr oder 20.000 oder 25.000. Es ist ja nur interessant, dass die Verfügbarkeit auf einmal gegeben ist, dass ich es jetzt machen kann. Ja, und das ist wichtig, weil dann sollte man das eben auch tun und nicht darauf warten, dass eben am Ende des Tages die Preise sich nochmal 30-40% nach unten entwickeln. Ja, das ist ist etwas, was ich niemanden raten könnte. Und ich bin Carsten Mumm sehr dankbar, weil er hat die ganze Zeit Bilder verwendet von der Frankfurter Wertpapierbörse. Da habe ich 1989 angefangen als Händler für japanische Optionsscheine. Und da war Japan das, was heute China ist. Ja, nämlich die Wachstumslokomotive. Und der Immobilienwert des Kaiserpalasts in Tokio war so hoch wie der innerstädtische Bezirk in Los Angeles. Ja, also das zeigt, einmal Trends ändern sich. Ja, also es können andere Protagonisten auftreten. Und natürlich gibt es Immobilienblasen. Aber das ist etwas, was nicht so häufig ist. Und deswegen sollte man da nicht unbedingt drauf setzen. Und Japan war sicherlich jetzt ein ganz, ganz extremes Beispiel. Aber es zeigt vor allen Dingen auch, dass Immobilien halt ein Thema ist, was immer in den Köpfen der Leute ist. Ja, es ist immer etwas, und wenn ich Sie jetzt lachen höre, dass der Preis so hoch war wie damals in Los Angeles, das zeigt, dass man sich das merkt und dass man sich damit beschäftigt. Und Immobilien ist halt ein Thema, das geht jeden was an. Jeder muss wohnen, jeder muss sich damit beschäftigen. Und es ist eben auch eine erstklassige Wertanlage und eine erstklassige Möglichkeit, Vermögen über die Zeit zu bringen. Ja, wir haben ja ganz viel jetzt auch über den Vorträgen zuvor gehört, über Volatilität und steigende und Kurse und fallende Kurse und etc. etc. Eine Immobilie ist in der Regel ein relativ stabiler Anker in so einem Portfolio. Ja, erstens habe ich natürlich steigende Nachfrage. Also Deutschland
hat sich jetzt davon verabschiedet, dass sie 400.000 Wohnungen im Jahr bauen wollen. Man geglaubt hat, das, also kann man ja schlecht glauben, weil woher soll das kommen? Naja, wo gibt es die Baufirmen, wo gibt es die Grundstücke, wo gibt es die Stadt, die sowas überhaupt zur Verfügung stellt? Das heißt, wir werden ganz, ganz lange Zeit noch mit diesem Defizit leben müssen. Ja, und das wird man auch nicht aufholen. Das heißt, die Nachfrage wird stetig da sein. Baupreise werden auch nicht unbedingt fallen, ja, sondern der Fachkräftemangel, von dem wir jetzt ganz oft gehört haben, führt ja auch dazu, dass eben Bautätigkeiten zurückgenommen werden. Das ist eben auch eher Preis stabilisieren. Und das Thema Inflation ist im Immobilienbereich auch etwas, was eigentlich eine gewisse Stabilität hat. Und ich habe natürlich auch das Problem der täglichen Bewertung nicht. Also wir sagen unseren Kunden ja auch, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, mach eine Vermögensverwaltung, da musst du dich nicht jeden Tag selber drum kümmern. Ja, dann ist die Sorge schon mal von dir weggenommen. Und das Immobilienthema ist relativ ähnlich. Du musst dir nicht jeden Tag in der Zeitung angucken, wie viel ist meine Immobilie eigentlich wert. Ja, sondern man kann sich darauf verlassen, dass man am Ende des Tages eine Wertsteigerung erfährt und man nicht diesen Auf- und Abschwüngen oder Ups und Downs in irgendeiner Form ausgesetzt ist. Zum Schluss möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie könnten sich neue Trends und Technologien im Immobilienmarkt auswirken. Das ist eben auch ein Thema, dass, wie gesagt, wir brauchen WLAN, ja, wir brauchen Smart Living. Und Smart Living ist nicht am Ende des Tages, dass mein Kühlschrank mir meine Milch nachbestellt, wenn sie leer ist, sondern dass tatsächlich diese Wohnbereiche sich verändern lassen. Und dass ich dann mit 30 Jahren einziehen kann und mit 70 hat sich meine Wohnung so verändert, dass ich immer noch bleiben kann. Ja, dass ich Technologietrends auch implementieren kann, dass ich flexible Flächen habe am Ende des Tages in so einer Wohnung oder in so einem Haus, in einem Bürogebäude, in einem Hotel, was auch immer. Das hat ja auch die Corona-Krise gezeigt. Wenn ich eine Immobilie einer dritten Nutzung zuführen kann, dann steigt die automatisch im Wert. Ja, also, und das sind Themen, die werden uns so schnell auch nicht mehr verlassen. Also Fazit 2023, 2024, wir werden Transaktionen machen können und das sollte man nutzen. Und auch wenn das erste Halbjahr 2023 vielleicht nicht das Beste in der Geschichte werden wird, schon mal als Anmerkung an meinen Vorgesetzten, wenn man 2023 das zweite Halbjahr und das erste Halbjahr 2024 zusammennehmen wird, könnte es tatsächlich ein sehr, 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 sehr gutes Jahr sein. Ja. Lieber Thomas, vielen Dank. Ich habe es gehört, ja. Aber ich bin auch positiv. Ich glaube, Immobilie gehört heute in definitiv eine gute Vermögensstrukturierung unbedingt hin. Definitiv. Und wenn man sich mal anschaut, da stecken wirklich immense Assets. Das wird gar nicht gesehen. Ja. Eigentlich ist weltweit die Immobilie die stärkste Assetklasse. Ja, definitiv. Und das ist mittlerweile ist es so, die meisten großen institutionellen schämen sich dafür ja gar nicht mehr, sondern wenn man durch die Städte geht, also jetzt in Wien ist es relativ häufig, in München, in Hamburg noch nicht so, dann ist an dem Gebäude eine Plakette, wem das gehört. Ja, ja, das ist so. Signal Iduna steht da drauf. Ja, genau. Also das ist wichtig und wir wollen das auch weiter, unser Immobilienbusiness weiter ausbauen. Ihr habt tolle Transaktionen gemacht im letzten Jahr, gehen auch jetzt schon große an. Ja. Aber ich glaube, bei der Immobilie, da hast du auch andere Transaktionskosten als beim Wertpapier. Also da wird natürlich auch die langfristige Perspektive viel wichtiger sein. Definitiv. Und du hast es auch schon angesprochen, ist mir auch nochmal wichtig, du hast nicht dieses tagtägliche Bewertungsthema. Ja. Ja, weil das sehr langfristig ausgerichtet ist und am Ende des Tages auch wechselnden Rahmenbedingungen eigentlich ganz gut standhält. Ja, und es ist auch für jeden was dabei. Das haben wir ja auch in unserer Transaktionsgesellschaft lernen müssen, dass es am Ende sehr, sehr sinnvoll ist, in der ganzen Bandbreite Themen vorzuhalten. Ja, weil natürlich Kunden und Investoren eben nicht nur nach einem Standard suchen, sondern ganz gerne auch mal abseits der etablierten Wiese grasen und dann eben diese Angebote brauchen. Und das ist wichtig, hat auch dazu geführt, dass wir jetzt unsere 100. Transaktion gemacht haben. Aber ist für uns auch ein Learning gewesen, dass wir das tatsächlich machen müssen. Und wir müssen uns eben auch mit Hammerbrook beschäftigen und nicht nur mit Blankenese. Gut, Hammerbrook, das ist wie New York, Meatpackers District. Ja. Da wollte früher keiner hin und plötzlich war es total en vogue. Ja.
Und Diana von Fürstenberg hat da gewohnt und ihr Headquarter. Also da ist ja wirklich das Leben neu entstanden. Ja. Ne? Ja. Also ich glaube, da muss man hingucken. Und wir haben ja auch Hammer Brooklyn. Also genau. Da ist ja auch was in Sachen Bildung und so weiter, ist da recht viel passiert. Ja, ja, erstmal vielen Dank an dich, lieber Thomas. So haben wir die Immobilienperspektive auch. Danke. Dankeschön.